So, na dann. Tüdelibärendem 38. Wir machen wieder ein Twain to Love raus. Ein Stück Wasser nehme ich zurück. Let's go. In Twain to Love bin ich leider viel zu gut. Obwohl beim letzten habe ich auch einmal, anderthalb Mal gelacht. Also. Totally Random ist wirklich gut. Das kriegt mich selbst nicht mal zum Lachen. So, aber eingepackt. Ach, Schwanwitze. Die verstehe ich nicht. Lea, verstehe jetzt nicht. Schöner Filter. Warum? Three days later. Der Russe. Ach, der Vater. Ich habe voll Bock auf was von dem Künstler, der die englischen Geistervideos auf Deutsch synchronisiert. Aha, okay. Wer ist der Kanal? Und wie heißen die Videos? It's free to like this video and subscribe to the channel. So, do it! Celebrity-Filter. Okay, das hat mich gekriegt. Das mit dem Ohr hat mich gekriegt. Celebrity-Filter. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich mir heute noch Geistervideos angucke. Ich mal gucken erstmal das hier zu Ende. Ich habe schon gelacht, ich habe es schon verloren. Gelacht verloren. Mist. Wie gesagt, total random. Ist wirklich gut. Ist viel Lustiges dabei. Selbst so einem Train- und Turn-Off-Profi wie mir fällt das schon manchmal schwer. Wird sich wieder über hässliche Menschen lustig gemacht, hässliche fette Menschen. Nicht lustig. Look at this dude. Wait till you see the. Oh, no, 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 no. Wo ist Tweet für? Frank, my dad, when he gets home. Das hing gefallen. Das wartet echt so lange, bis der Fall ist. Alter. Hey Mom, can I get a Hoya? What? I said, can I get a Hoya? Me there. What? No, listen.
Leave me alone. Leave me alone. Put me down. Yes, I stay here. Tiere, die Musik spielen. Aber ouch. Die Quali war nicht toll. Na toll. Ziege. Maurice. Aus hier. Madagaskar. No? You're not gonna react? Oh, oh. Schockstarre. Babe, let me get an hour, hour. Hour, hour. Hour, hour. Can I get an hour, hour? Ja, das sind verängstigte Laute. Das ist, wenn Katzen solche Laute machen, dann solltest du die nicht weiter reizen, dann haben die Angst. Ist klar, dass die dich dann angreifen. Ja, ist klar. Das ist, die dann nicht auch noch weiter reizen, bist selbst schuld. Ja, die Katzen mit Augenbrauen, die sind sehr schön. Katze zur Musik. Der versucht seine Nase abzudecken. Aha. Ach, das kenne ich. Die arme kleine Katze. Was? Okay, das Video geht anders. Das ist ein bisschen anders, aber okay. Trotzdem eine Katze. Ja. Can I ask your dog something? Katzen sind lustig. Can I get an owl, owl? Tiere reizen ist nicht lustig. Das. Was ist mit dem Vogel los? Raymond. Check the mic and make sure it sound right, boys. Die Katze hat sich Geld geklaut. Das ist gut. Die Katze klaut sich Geld. Tolle Katze. You saved me. Was zum Monkey. Schweig. Mit Anime. Und Tentai. Okay. Schön eingeparkt. Nice. Oh my god, can you believe this? The bed's not made. I'm leaving this house, bunch of tramps.
What the fuck? T. Now look this way and it says I want it that way. Tell me what. Ach du Scheiße. Oh, it squeaks too. No, it's me and my kid. Oh no. How to blow out a candle. Kamikaze, motherfucker! Oh! Es hat wehgetan. Das ist doch gemein. Schuhwettwurf. Socken aufladen und dann elektrisieren. Der hatte einen miesen Tag. Der hatte einen richtig miesen Tag. Ui. Guter Treffer. Läuft direkt durch. Kann ich aber auch, das ist ohne Respekt für den Tritt. Kann ich aber auch, ich kann auch eine Flasche auch exen ohne, ohne Luft zu holen dazwischen. Das ist, geht da durch, das ist nicht schwierig. Muss man nur die Luft anhalten können. Das ist ja. Ich werde jetzt nicht auf Ex austrinken, aber. Nicht besonders lang, aber und war auch nicht besonders schnell, aber es war jetzt schlecht demonstriert, aber das geht doch besser. Der hat es ja ohne Schlucken gemacht, der kommt jetzt, das lief ja in ihn rein, das ist wirklich, ich habe schon eine Liter, 2 Liter Flasche hier mit, auf Ex hier. Du musst durch die Nase atmen, wenn du das. Du musst durch die Nase atmen, wenn du trinkst. Das ist gar kein. Ist nicht unschaffbar. Ja, durch die Nase atmen. Unmöglich ist das nicht. Na, das ist Seifenspender. Einfach daneben stellen. Randale. Wow. Sehr schön. Und fährt Geburtstag. Nein! Oha! Little Dora the Explorer. Oh je. Tür nicht gesehen. Und alle liegen am Boden vor Lachen. Was zum Heck? Wie so brennt der noch? Vergasen ganz drauf, wenn es da geht, da sollst du den Raum verlassen. Wireless Gas. Dann ist genug Raum und entweder ist noch genug Gas im Hahn oder es ist so viel Gas im Raum, dass die Flamme sich vom Gas ernährt, das im Raum ist. Dann ernährt sich bald deine Lunge vom Gas, der das im Raum ist. Sollst du mal Raum verlassen.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich denke mal, da ist noch was im Hahn drin, da ist noch was. Das kann sein, dass immer noch, wenn es ablöst, dass das noch für 2 Minuten, dass das noch für 1 Minute reicht oder für 2, dass man halt dann einfach. Ich meine, das Zündzeug, das ist ja bestimmt oben drin und nicht unten. Das unten ist ja nur der Tank und das ist halt, wenn halt noch, das noch für ein paar Restminuten reicht, das ist ja durchaus, wenn du das abnimmst. Sollst du aber nicht machen, weil ich glaube, das. Die Patrone unten ist auch. Wenn du es jetzt wieder draufsetzt, ist auch brandgefährlich, sowas ist. So was oben abzuschrauben, das ist. Das kann ins Auge gehen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt da wieder reinschrauben solltest. Ich würde sicherheitshalber meinen Raum verlassen bei dem. Was tut? Musst mal schnuppern. Gas riecht meistens. Meistens Geruchstoffe mit drin. Du riechst das, bevor du es fühlst. That's a double kill right there, chat. 100% of the time. Double kill, ready? Look at this. Hey, the movement, he can't hit me. He can't hit me, chat. You see this? They can't touch me. You understand? Oh my god! Ich weiß nicht, ob das bei dem Feuerzeugs Gas so ist, dass das stinkt, aber wenn du wirklich eine Wohnung, wirklich eine Gasleitung, das ist ja wirklich so, das riecht nach irgendwas, das riecht nach was richtig unangenehm, das riecht nach Gummi oder sowas, nach brennendem Gummi oder was, das riecht ja wirklich nach irgendwas ganz, ganz Ungewöhnlichem. Also wenn es halt, es riecht halt wirklich schon, wenn es halt dann so ist, halt, gibt es halt Bewohner. Bevor du dran erstickst, riechst du das mal das letzte Mal. Also ist den Raum verlassen und so Maßnahmen ergreifen. Gas anzudrehen. Dann mach's gleich. Sehr schön. Eine richtige Bromance. Affenkuss. Oh. Sorry, bro, I almost forgot. All right, good night, bro. Meisten Gas sind geruchlos. In dem Kasten, also in dem Feuerzeug drin, aber bei dir in der Wohnung, im Hahn drin, also in Gasleitungen drin, sind Geruchstoffe. Das Gas selbst ist geruchlos, aber sind Geruchstoffe mit reingemixt, damit du, wenn es austrittst, merkst, dass ist in der Wohnung, das ist auf der Straße, dass da was austritt. Da sind Geruchstoffe mit reingemixt. Das Gas selbst, ja, aber da tritt erstmal ein Geruchsstoff aus, das ist direkt erstmal dazu gemacht. Das Gas selbst, ja, das ist geruchslos, aber. Das ist damit ein Gas anzudrehen kannst und die Wohnung verlassen kannst. Und damit du nicht anfängst zu rauchen. Das ist halt hier Sicherheitsmaßnahmen, damit das riecht dann wirklich unangenehm nach
beißend. Das hat so, das hat einen beißenden Geruch, je nachdem ist. Nach Himbeer oder was, das so richtig beißend. Nach Himbeer, nach einer Frucht oder dann nach richtig was Außergewöhnliches. Dann wirklich nach brennendem Gummi oder was, dann wirklich was störend. Das ist also wirklich nicht ein angenehmer Duft, sondern ist da wirklich dann ein beißender Geruch, wo du fast in die Nase steckt und dir dem Kopf wehtut. Und dann wirklich, damit du weißt, jetzt Raum verlassen, Gas an zu und raus. Hilfe rufen. Ja. Gut. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, nämlich nach oben. Abo da lassen. Und ja, auf den Kanälen vorbeischauen und auf Twitch mal vorbeischauen und im nächsten Stream live mit dabei sein. Habt noch einen tollen Tag. Ciao YouTube. Bis dann.